Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Undermine. Da muss ich kurz den Namen den Namen überlegen. Oh Mist. Okay. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Start mit dreimal Grausamkeit. Diesmal versuche ich mich ein bisschen besser anzustellen. Ist der eine Boss jetzt noch tot oder kann ich den wieder machen? Dieser Wurm. Das sind die Gräser, die ich die ganze Zeit übersehen habe hier. Ups. Da wollte ich nicht runterfallen und bin... Ach. Da wollte ich nicht runterfallen und bin in die Säge gelaufen. Direkt beide Geheimräume hier. Was ist das denn? Achso. Mein Giftbuff. Unfair. Uncool. Auch mehr Bomben. Oh, mit dem Gift sterben die. Ah. Okay, die gehen nicht kaputt. Nein! Das ist meins. Huh. So, schauen wir mal, was es hier unten so gibt. Ich nehme Angriffsgeschwindigkeit. Wow. Ich habe hier mehr bekommen und da weniger. Haben wir jetzt einfach gleich viel? Ich glaube. Das ist ein starker und ein schwacher Fluch. Finde altes ekliges Essen in Ruhen. Das ist okay. Geht das? Das geht nicht. Ah. Oh, nice, eine Bombe. Dankeschön, Dankeschön. So. Noch. Noch. Was soll denn das? Jetzt habe ich zwei Bomben tun. Entferne einen Flug. Ich warte mal noch. Das ist jetzt nicht der schlimmste Fluch. Wie mache ich nochmal die Karte groß? Nicht auf M. Mist, schon wieder vergessen. Karte zoomen. Ah, auf C. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr auf der Bombe. Hä? Das kann ich. Da ist eine Pfütze drunter. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm. Ah, kein Glück. Kein Glück. Wir haben auch keinen Shop auf der Ebene. Voll unfair. Hey. Gieriger Schleim. Itemraum. Will ich da rein? Ne, ich gucke erstmal, ob der Shop noch einen Schlüssel braucht oder ob wir noch irgendwo einen Schlüssel herkriegen. Da, dass ich was weggesnackt. Ich glaube, ich spinne. Bombe! Hm. Nein! Oh Gott, das war knapp. Okay, gut, dass ich gewartet habe. Aua. Ihr seid zu viele. Bitte gutes Zeug. Ah, wir können auch ein bisschen Leben zahlen. Tausche deine Gegenstände. Was ist das? Kobold-Schlüsselbombe. Ach so. Oh, toll. Du bist geheilt, wenn du an einem Altar betest. Das hier ist so gut. Hm.
Das kaufe ich mal. Kaufe noch einen Schlüssel und dann machen wir einmal den hier. Oh, ne. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Oh, habe ich die Bombe für irgendwas schon gebraucht? Egal. Hui. Oh. Unfair. Das meint's. Ich hab die Mimikphysik hier weg. Der hat uns nur Geld gegeben. Schade. Nee. So viele von den Stachelblümchen. Aua. Nice, ein Schlüssel. Ruhig mal Level 2 werden, damit er mir hier auch diese Treppen zeigt. So, da auf jeden Fall noch rein. Das funktioniert ganz gut mit unserer Grausamkeit hier. Oh. Fast wieder vergessen hier. Ah, da habe ich schon eins vergessen. Eieiei. So läuft das hier aber nicht. Oh, hier ist noch ein Geheimraum. Ach, hier oben ist dieser... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da schon mal was reingemacht habe. Ich mach mal eins rein. Oder muss man das echt in einem Run alles da reinmachen? Bis zur nächsten Ebene, ich verstehe es nicht. Bombe. Bombe, nein. Oh. Schade. Nein. Ich wollte eins liegen lassen. Nein. Wieso? Traurig. Wir müssen so viel liegen lassen. Ah, wobei... Wir können auch ein bisschen Leben opfern. Im Shop. Aua. Genau falsch gesprungen. Lebenopferung. Aua. Was ist das? Fügt mehr Wurfschaden zu, wenn du weniger Gesundheit hast. Entdecke den geheimen... Oh. Komm schon. Gib gutes Zeug. Geheimer Laden. Entfernt alle Flüche, Bomben und Schlüssel und setzt die Gesundheit auf 1. Nein. Was macht der? Wurfgröße. Das Ding nehmen wir noch mit. Was macht das? Bombenexplosion, 10 Gegenstände an. Nee, danke. Die ist ganz cool. Aber die ist teuer. Bestimmt ein Doppelgänger, der dir zur Seite steht? Mittelwert aus Schlüssel und Bomben. Oh. So, noch einmal. Oh. Das mache ich immer gerne. Einfach random. Oh, nein. Ich brauche noch 800. Oh. Wir haben nur eine Bombe im Moment. Ich glaube, ich kann zwei draus machen. Ja. So funktioniert das. Verdopple alles Gold im Raum. Dann haben wir noch... Oh, ich bin dumm. Wir haben den Bombentrank. Den habe ich... am Anfang gekauft in der Lobby. Okay. Hier hätte ich noch gerne ein bisschen Feuer. Das kriege ich aber, glaube ich, nicht. Böses Schild. So. Jetzt lassen wir hier erstmal fortwährend Bomben fallen. Oh. Coolen Augentrank. Oh Gott. Wann hört das auf? Hilfe. Ja, wo
wobei den Augentrank brauche ich gar nicht, außer für die Treppen gerade. Oh. Das war ja schön. Mit der letzten Bombe noch den Schlüssel bekommen. Muss mich verarschen? Was ist das denn? Hä? Als ob. Warum zweimal? Verarsche. Ich fühle mich gescammt. So, was kommt hier raus? Nice, eine Bombe. Bisschen Gold. Das lohnt sich aber noch nicht zu verdoppeln. Böse Mimik. Die habe ich gar nicht gesehen, wegen dem hohen Gras. Okay, können wir weiter. Ich glaube, rechts war noch ein Geheimraum. Dann können wir auch... Goldene Kerne. Falls da Geld drin ist, muss ich schnell verdoppeln. Schmerzen. Warte mal. Nee. Hä? Wofür wollte ich noch eine Bombe? Oder war das? Da wollte ich nur die einen. Achso, ich wollte noch Geld haben, glaube ich. Schon wieder alles vergessen hier. Nein. Man gebe mir Geld. Traurig. Weihwasser. Na, da heilen wir uns halt auch ein bisschen. Schade. Schade, schade. Mit vollem Leben voran. Haha, der nächste, der durchkommt, hat dunkel. Direkt Geheimraum. Vielleicht. Wir schauen erst. Ja, Geheimraum. Aua. Nein. Ich hasse die. Ich habe so einen komischen Verzögerungsangriff. So, das hier oben ist echt ein Geheimraum. Außer es geht einmal komplett außen rum. Oh. Nochmal eine Grausamkeit, nice. Nee. Hier sind noch Gräser. Ich habe gelernt. Kommt zwar selten was raus, aber es kann was rauskommen. So, Schlüssel habe ich 3 Stück wieder. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg, bärtige Spinnen. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Weg. Aua. Hm. Zu spät gesprungen. So, Item Raum. Was ist das? Erhöht Gesundheit. Cool. Oha. Das hat ja richtig weit erhöht. Okay. Echt cool. Mehr Gold. Warum nicht? Fügt weniger Schaden zu. Ja, schwache Flüche. Die können ruhig bleiben, solange es nicht diese Kranken sind. Oh, nochmal so ein 3000er Trank. Macht nur Relikte. Also die 4 würden weggehen. Das wäre... vielleicht... wenn ich 3000 krieg. Aua. Diese blöden Quallen. Weg. Wie viel kostest du nochmal?
1200, Alter. Viel zu teuer. Hilf mir mal mit deinen Bomben aus. Danke dir. Hier noch. Sehr cool. Autsch. Ich bräuchte hier noch eine Bombe. Hier oben auch noch, okay. Ich glaube, aus diesen Wänden kann auch noch was kommen. Sehr nett. Danke für deine Unterstützung. Der tolle goldene Trank. Oh, vielleicht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, der wird mir immer wieder verwehrt, aber... Doch. Ah. Egal. Trotzdem plus gemacht. Ach Mann. Doppelt alles Gold im Raum. Da braucht man erstmal einen Raum, wo überhaupt Gold drin ist, das wert ist zum Verdoppeln. Ich bin, glaube ich, ein bisschen Umweg gegangen, aber hey. Goddammit. Alle zwei Trinker als Beute. Mann. Okay, dann gehen wir weiter. Au! Da wurde ich weggesägt. Wir haben echt wenig Geld. Direkt der Shop. Beruf, dass ich kein Geld habe. Da könnt ihr schon mal reingucken, was es so gibt. Ein Fluchentferner, oder? Ja, für 75 Schaden, das ist okay. Ist auch direkt der Geheimraum. Mit einer Bombe. Warum kriegen wir eigentlich keine Geheimraum-Geheimräume? Ich fühle mich betrogen. Die hatte ich echt nicht selten. Drauf gestanden. Das ist mein Stück 6 Gold, okay. Krieg sie nicht. Blub. Okay, da können wir eine Bombe benutzen, um eine Truhe zu kriegen. Das machen wir natürlich. Hoffentlich ist auch eine gute Truhe. Oh, nice. Die ist echt gut. Ara. Ja, das war nett. Tu's nicht, Mist. Ich habe gerade meine Hacke geworfen gehabt. Nee. Jetzt wollte ich gerade nochmal drauf gehen, aber da war die Qualle aus dem Weg. Die Dinger hier könnte man wegsprengen. Aber ich habe nicht so viele Bomben. Nicht? Okay. Da hätte ich vielleicht verdoppeln können, aber nee. Immer noch nur okay. Ich brauche so einen richtigen Haufen Gold. Meins? Meins? Okay.
Das ist ein Heiltrank, glaube ich. Oh, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte den hier trinken. Oh. Nice. Komm schon, kleiner. Level up, damit du mir die Dinge anzeigst. Eine Bombe und ein Schlüssel für... Ich glaube, Tränke halten länger. Warum nicht? So. Flasche des Bergarbeiters. Das ist... Ich spüre die... Ja. Und erhalte nützliche Dinge als Beute. Sehr nett. Haben wir es umsonst bekommen. Aua. Oh, nein! Bleib hier! Ich hab ihn zu spät gesehen. Ich hab gedacht, der war eine Ratte. Oh Mann. Ich hab's nur so im Augenwinkel gesehen. Ich hab gedacht, es war eine Ratte. Traurig. Diese Moustache-Box hier, die habe ich auch noch nie aufgekriegt. Ich glaube, da muss man 10 Flüche kriegen oder so, dass die aufgeht. So, ist er wieder da? Da muss ich jetzt erst wieder komplett durchspielen. Schade. Schade, schade. So, alles kaputt machen. Wir haben leider nicht genug Geld für den Shop. Also gehen wir einfach weiter. Schon wieder. Wir haben erst diese Feder freigeschaltet, die wir leider nicht benutzen, weil die irgendwie nicht so cool ist. Da läuft mein Augentrank ja. Was ist das? Fangen die an zu schießen, wenn ich das sammle? Ah ja. Ah, habe ich auch getroffen. Hopp. So, wunderbar, wunderbar. Items nicht. Die verhindern zwar einen Schlag, aber das ist so teuer, die wieder aufzuladen. Komme ich hier nur mit Fliegen drüber? Ich glaube schon. Oh. Ich spüre den Zornabflanken. Nein! Nein, das ist nicht weggegangen. Oh Mist. Versuchen es einmal. Nein, okay. Falls wir einen Fliegetrank bekommen, hierhin gehen wir nochmal. Oh, die Skelette. Ich habe nichts gesagt. Deswegen überlebt er das. Wo
So. Da ist ein Shop für einen Schlüssel. Nehmen wir. Hey. Auf. Hm. Wie viele Schläge hält der aus? 5? Was ist denn da? Hä? Warum hat hier so viele kleine Schleimis? Sehr schön viel essen. Wunderbar, wunderbar. Hier 600 für einen Schlag. Das ist ja ein Witz. Nur Müll. Ja, wobei, diesen Feuertrank da, der ist manchmal ganz nett. Wenn man da diese Räume hat, wo man Sachen anzünden muss, ohne ein Feuer drin. Hier wäre es ganz cool gewesen, vielleicht zu verdoppeln, wenn ich alles aufgemacht hätte. Wenn die Schleime halt wenigstens mal kurz warten, wenn wir nur nicht direkt Stress schieben. Ey, das gehört mir. Hm. Kauf deiner Frau was Schönes von dem Klumpen. Wenn du einen hast. Der Augentrank läuft immer noch. What? Wie lange halten die Tränke? Ist ja verrückt. Hm. Ah. Ah, schnell weg. Nee, das ist kein Schlüsselrun. Mal weiter. Oh, Level up, nice. Jetzt zeigt er uns auch die Treppen an. Böse Pflanze. Schon die Sachen. Mist. Ja, das ist ganz nett. Hm. Knapp. Oh. Schon wieder den Schallschlag. Was auch immer das soll. Gibt bessere Sachen. Unfair. Danke. Angebot. Bleibt das auch, wenn ich das hier mache? Oh, das Item ist immer billiger. Einmal einen Fluch wegkaufen. Nochmal transmutieren. Was ist das? Entfernt. Ah, nee. Nochmal Fluch wegkaufen. Ach, Mist. Das war jetzt nicht der gute Fluch, den ich weghaben wollte. Was ist das? Verdoppelt alle grundlegenden Gegenstände im Raum. Deine Bomben. Ha. Du fällst. Oh.
Nein, das war auf der anderen Ebene. Das war auf der Ebene davor. Nein. Komm, ich trinke einfach mal ein paar Tränke hier. Die halten ja anscheinend ewig. Rauskommen? Ja, vielleicht, aber Pech. Das ist es nicht wert. Weil das dritte ist halt nur noch, er gibt mir ab und zu mal Sachen. Das mache ich. Weg mit dieser Pusteblume. Oh. Ich krieg sie wieder. Oh nein. Das war beim letzten Mal so schlimm. Nein. Oh. Ist noch Geld. Hm. Wie? Ich habe was getroffen. Nach oben geschlagen. Nein. Ja, oh. Lass mein Zeug in Ruhe. Das war okay. Das war nicht schlecht, aber ich habe den wieder nicht killen können. Ist der aus der Kiste rausgesprungen, oder? Ah, war noch was Cooles im Shop? Ich guck noch mal ganz kurz. Oder haben die das schwerer gemacht, die zu killen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die früher schon mal besiegt hatte. Bisschen Heilung. Besser als nichts. So. Großen Klumpen sind so toll. Da ist der Fluchwegmacher, den ich brauche. Für meine glitschigen Schweißhände. Da seht ihr es, Leute. Schweißhände ist ein Fluch. Oh oh. Zum Glück ist das Ding nicht kaputt gegangen. Hatte ich kurz Angst. Hä? Warum bin ich vergiftet? Oh, weil ich aufs Essen geschlagen habe, bevor ich gegessen habe, oder was? Nee. Ich hab gedacht, ich komme hier raus. Hier mehr als genug. Das hier ist ein normaler Raum. Diesmal falle ich da nicht drauf rein.
So, was gibt's hier Schönes? Schneller angreifen. Halte mehr Schaden. Na, als schwacher Fluch ist okay. Das sind vielleicht so 10% oder so. Nein, mein Angriff ist wieder normal groß. Das war Doom. Zwei große Flüche für Schuhe, dass mit Stacheln nichts mehr machen. Glaube ich. Nein. Nein. Außer ich kriege hier jetzt Absolution oder sowas. Was ist das hier nochmal? Achso, das ist das. Das sind die Kekse. Oh, das andere war was anderes. Schauen ganz kurz noch hier rein, bevor wir da irgendwas rerollen hier. Nice. Jo, schauen wir mal. Fluch weg. Zweimal Fluch weg sogar. Schocke deine Feinde, wenn du Gold aufhebst. Nee. Oh, ich habe mich fast gekillt. Sehe ich gerade. Ups. Wir schocken doch unsere Feinde, wenn wir Gold aufheben. Stelle den Schaden dramatisch, zerbricht jedoch, wenn es getroffen wird. Schade. Maximale Gesundheit, ja, das ist okay. Lass sofort während Gold fallen. Das machen wir hier in der Ecke. Gucken wir mit so 172. Nein, der war geklaut. Ah, ich habe vergessen, dass die Tränke ewig halten. Der Trank gibt ja richtig viel. Über 2000. Hier gab es nichts mehr. Nun. Nein. Ah, hier geht es noch ein bisschen lang. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas Gutes. Ich war fast runtergefallen. Ich bin fast runtergelaufen, weil ich im falschen Raum war. Schwiebetrank. Ha. Oh. Mehr Gold. Gold. Aphotisches Amulett. Nett. Wobei, machen wir hier noch kaputt. Schade. V.
Verliere beim Tod mehr Gold. Ja. Ist okay. Wie viel kostest du diesmal? 1200. Ja, komm, diesmal machen wir's. Moment. Hey Kumpel, komm rein. Tolle Übersetzung. Danke. Das war teure Heilung. Aber Heilung ist ja gut, ne? Ist ja gut. Diesmal stelle ich mich dann in eine offene Ecke. Hier zum Beispiel. Schauen wir mal. Ich mach mal hier. Okay, mehr Gold beim Tod verlieren ist verkraftbar. Außer das macht, dass ich alles verliere. Dann ist nicht mehr so cool. War ich gerade kurz verwirrt von den Geheimräumen, aber da waren wir schon beide drin. Ne? So. Oh, nice. Wir brauchen nur drei Schlüssel. Immer noch drei. Die würde ich gerne aufmachen. Gargoyle. Aua. 300er Crit. Ah, ich wollte gerade sagen, warum blitze ich die Gegner? Oder deswegen dem Leiter. Oh, nett. Mein Trank geht noch. Schnell, bevor er aus ist. Nämlich nicht mehr lange. Was ist das denn? Seltener See entdeckt Windstoß. Mit der Priesterin erlernt. Oh, cool. Steigert Wurfschaden. Ich habe da drauf gedrückt. Wandgold. Nein, der Shop braucht auch einen Schlüssel, nicht mir doch nicht. Oh. Oh. Ich war voll langsam. Schweinerei. Es kommt sogar aufs Gold drauf an, wie viel ich sammle, Jena. Je nachdem, wie viel man aufsammelt, desto stärker ist der Schock. Geh weg. Nein, da brauche ich doch einen Schlüssel. Komm schon.
Hilfe. Keine Schlüssel. Das ist natürlich unlucky. Schau mal noch ganz kurz, ob irgendwo noch Bomben hier so Sachen sind zum Zerbomben. Ich werfe jetzt auch ein paar Bomben weg, ist ja egal. Ah, komm schon. Gibt es auch irgendwo Plätze, wo ich mehr als ein Ding auf einmal wegsprengen kann? Ah, fuck. Oh, Mist. Okay, dann gehen wir zum Boss. Vielleicht gibt er unseren Schlüssel. Schadi, schadi. Geheimräume? Hallo, zeig mal. Was ist los mit dir? Oder sind jetzt in den verschlossenen Räumen, in die ich nicht komme? Das wäre richtig belastend. Na, ich glaube. Es kann echt sein, dass die hier so in den Räumen sind, wo ich gerade nicht rein kann. Aber ich gehe noch kurz da. Ne, da waren wir schon. Na, ein Raum. Zwei Räume können wir noch schnell. Können wir noch gucken. Hier? Ja. Oh, hier sind sogar direkt beide. Miese Sau. Ja, nein, ist eine Bombe. Ich brauche Schlüssel. Oh. Schlüssel. Schlüssel. Alter, das ist traurig. Rein da. Lass mich trinken. Lass mich trinken. Schlüssel. Nein. Traurig. Na, einen Raum haben wir noch. Einen einzigen Raum, wo wir einen Schlüssel kriegen könnten. Hier. Bitte. Schlüsselgott. Drei Räume, in die wir nicht konnten. Oh. Warum? Das. Da. Sehr dreist. Gepanzerte. Au! Blöde Druckplatte. Panzerte Spinne. Ha. Dass ich nicht lache. Ungekochtes Essen ist weniger wirksam und kann vergiften. Oh. Man sieht das sogar. Ich habe erwartet, dass ich gerade E drücken muss bei dem Essen. Nicht denk nicht dumm, dass ich da reinlaufe und gehe.
noch mehr Schlüssel. Mann. Schlüssel, nicht Geld. Da war noch eine Pflanze. Ein Schlüssel. Endlich. Verkauf mir mehr Schlüssel, gute Dame. Was ist das? Lass deinen Feind in den Himmel auf den Kopf fallen. Spawne einen Altar. Schnell. Au, au, au. Was da passiert? Hilfe! Hör auf! Was ist da passiert? Da sind ganz viele Sachen. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Was ist da passiert? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe nicht gesehen, was da passiert ist. Oh mein Gott. 400 Leben? Auf jeden Fall haben wir jetzt 9 Schlüssel. 9 Stück. Weniger Gesundheit. Das ist okay. Das ist mein eigenes Goldstück. Habe ich hier Bomben gebraucht? Ja, ne? Nee, hä? Habe ich gerade eine Bombe gebraucht? Habe ich. Nee, ich habe Schlüssel gebraucht, keine Bomben. Hä? Ah, lass mein Geld liegen. Kurz gewartet, ich wollte den Schlüssel nicht kaputt hauen. Hauptsache, jetzt kriege ich so viele Schlüssel. Wusch, wusch. Es kann nur vergiften. Hilfe. Hilfe. Okay, wir haben beide Geheimräume. Gehen wir weiter. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen. Wenn ich mir das Leben so anschaue, dann wahrscheinlich nicht ganz so weit, aber immerhin.
soll das? Ich hoffe, Dinge nach mir zu schmeißen. Was ist das? Au. Füllt ein Rüstungspunkt auf. Toll. Ich hoffe, ich soll ein Leben. Den Shop, den brauche ich ja gar nicht, weil ich diesen blöden Fluch da habe. Oh nein. Oh oh. Mini-Mimik. Ich hab doch nicht mal den Mimik-Fluch. Essen wäre echt cool. Goldbombe, oh mein Gott. Das ist so geil. Falls du nicht weißt, was die so anstellen kann. Ich habe zwei Folgen, in denen ich in den geilsten Raum überhaupt komme für diese Bombe. Da habe ich auch schön Gold aufs Thumbnail gepackt und ich glaube auch in den Titel geschrieben. Aber falls du ihn noch nicht gesehen hast, uiuiui. Ah! Auf jeden Fall, das Ding ist so krass. Ich habe glaube ich in einem Raum irgendwie 350.000 Gold oder so gekriegt. Komplett verrückt. Gift. Dämonenraum, cool. Ich habe ja zum Glück nur 2000 Flüche schon. Naja, die sind jetzt noch nicht so game-breaking, außer Blutopfer. Blutopfer ist echt krank. Vor allem diese Preise, die den im Laden haben. Abartig. Na. Ja, das ist halt unbezahlbar, leider. Nein, da war noch ein Raum. Ah, egal. Na, was haben wir hier Schönes? Alte Liebraub, vorübergehende Bomben. Nee. Öffnet Schüsse kostenlos, aber wie lange noch? Nee. Schade. Man lasse mein Gold liegen. Oh, jetzt hatte ich kurz Angst, ich bin zu kurz gesprungen. Nicht vergiftet. Mm. Nicht vergiftet schmeckt mir mein Essen doch am besten. Ich würde gerne einen Fluch wegmachen, aber ich habe nicht genug Leben. Will das? Natürlich. Natürlich nicht das.
Na, was hast du schön? Oh, warum? Gibt schönes Zeug. Ist echt schade, dass die in der am Ende dann so zusammengehen, dass man sich gar nichts merken kann. Glaube ich, trotzdem ein bisschen Plusleben gemacht, also ist okay. Hätte aber besser sein können, die Ausbeute da. Hey, ich habe die Bomben da gelassen. Oh, das ist explosive Gold, ey. Ja, nein. Wobei, das war das giftige Essen, das ist auch okay. Das giftige Essen kann auch ruhig weg. Kann man wieder normal heilen. Oh, einmal noch. Ja, oh, nett. Nur 260 Leben für einen Fluchentferner. Alter, günstig. Nice. Ja, vielleicht haben wir doch irgendwo Glück. Hilfe. Was hat er getan? Ich brauche diesen Kaffee. Oh, nice. Aua. Da war ich auf einmal mega schnell. Oh, weil der Kaffee einem kurzen Speedbuff gibt. Fügt mehr Schaden zu und erleide mehr. Nein. Stirbtrank. Aua. Nein. Ich habe vergessen, ihr anzureden. Oh. Stimmt, das passiert nur, wenn ich mit meinen Bomben die Sachen kaputt mache. Upsi. Sternenlichtschluck. Den würde ich gerne mal sehen. Der war echt teuer im Laden. Blöde Schleime, ey. Geht doch einfach kaputt. So, was gibt's hier Schönes? Spektralhacke. Ne, illusorische Hacke. Verdoppeln sich von selbst, wenn man Gegner trifft, oder was? Geworfene Hacken verdoppeln sich von selbst. Na, gucken wir mal. Ah, schade. Ich kann den blöden Fluch nicht wegmachen. Und dadurch kann ich nicht einkaufen. Schade, schade. Aber ist ja halb so schlimm. Aber jetzt haben wir endlich mal Geld. Was ist das? 14? Hä? Warum? Oh nein. Warum? Was heißt diese 14? Bis ich 14 Räume gemacht habe? Bis ich 14 Gegner gekillt habe? Was ist das? 13. Oh mein Gott, das sind 14 Räume. Belastend. Gib das. Und das. Und nicht mehr in Löcher fallen. Gib alles. Ist das nochmal irgendwas mit Crit, oder? Ne, kurze Heimräume. God damn it. Irgendwas. Altar in einer Flasche. Ja, komm, denn.
Nein, den benutzen wir noch nicht. Also ich 14 Räume schaffen muss. Ohne getroffen zu werden. Ja, wobei, jetzt bringt meine Rüstung ein bisschen was. Jetzt habe ich wenigstens 2 Treffer. Was gibt's hier unten Schönes? Nichts, das mein Leben wert ist. Oh, das ist Neues. Oh, ich hasse es. Warum musste das passieren? Ich habe Angst vor allem. Nein. Getroffen. Ich sterbe. Warum? Ich bin da nicht drauf gelaufen. Wir haben alles Gold behalten. 100%? Mit der Banane? Krass. Na, ich will lernen. Was bringt das hier eigentlich? Die Wurfgeschwindigkeit, sind es permanente Sachen oder auch Sachen, die ich dann finde? Steigert die Wurfreichweite. Lilfpredigitorium Segen. Ach, Segen sind das. Die Größe des Wurfangriffs, nice. Mach doch einfach auf Lernen direkt. Geschwindigkeit, Reichweite, Dauer von Trinken. Oh, dafür fehlt mir eins. Machen wir noch das. Cool. Naja. Wir haben immerhin noch einen Boss besiegt. Das war jetzt leider unlucky wieder am Ende. Aber was soll man machen? Ich wusste halt nicht, was das Ding bringt, leider. Sonst hätte ich es nicht aufgehoben. Hat die eigentlich noch irgendwas? Oh, Tränke. Hier soll ich vielleicht auch mal welche machen. Halt ich über Zeit für jeden Fluch, den du hast und sowas. Cool. Der hat, glaube ich, nichts mehr. Nee. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, Leute. Die Folge ist ja doch relativ lang geworden, dafür, dass wir nur einen Boss geschafft haben. Ich trödel vielleicht ein bisschen rum, aber ich will alles mitnehmen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ciao, ciao.